Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Wir stecken hier immer noch im Büro unseres ach so geliebten Bürgermeisters fest. Und ich habe schon wieder alles vergessen, was ich letztes Mal gemacht habe. Das scheint irgendwie so eine ziemlich schlechte Angewohnheit von mir zu sein. Naja, jedenfalls habe ich noch einen sehr guten Tipp von Carsten bekommen. Der meinte, wenn man die Leertaste drückt, sieht man die Sachen, die man anklicken kann. Und das sagst du mir jetzt erst. naja, gut. Das heißt, ich gehe dann nochmal irgendwie alle durch. Aber das hatten wir ja irgendwie alles schon. Von daher machen wir einfach mal weiter. So, was haben wir denn hier so? Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Ich bin so ein... Ach, ja, eine Trantüte einfach. So. Also mit wem wir hier alles reden können. Hier kann man noch einen Knopf betätigen und bla bla bla. Aber das haben wir ja alles schon. Da kommen wir eh nicht rein. Ich sagte... Sektor, das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Das ist die Uhr, von der ich letztens sprach, die der Bürgermeister um den Hals trägt. So. Hui, hier blinkt es aber. Ja. Was haben wir denn? Was machen wir denn? Ich habe keinen Plan. Also wir haben das Erdmagnetfeld irgendwie... Also dieses Dingsbums da bekommen. Der Bürgermeister ist jetzt im Sitzungssaal, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich klappe einfach alles ab. Ich bin gerade wieder so ein bisschen... Ja, nee, hier war ja eh nichts. Da habe ich keine Ahnung, wie ich rankommen soll. Ja. Notrufsäule. Ach, kick mal an, die ist neu, oder? Gar nicht gesehen. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. What the fuck? Rufus, was tust du? Naja. Gut. Aber ich glaube, hier können wir nicht mehr weiter viel machen. Ach so, ja, das Rezept. Ich vergaß. Lass mal kicken hier. Ach, der hat das Aufputschmittel. Right. I forgot. Vergangenheitsform. Aufputschmittel. So. Bitte einmal kurbeln. La 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 la. Yay! Ich nenne die Mischung... Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Untödlich. By the way. Naja, gut. Wir haben jetzt das Pulver. Das ist schon mal sehr schön. Das Pulver muss in das Glas. Belebend, energiereich und klar. Ja, das war mein Problem. Mit Liebe gemahlen. Mit Liebe gemahlen. Das glaube ich ja nicht. Mit Liebe gemahlen. Ja, ist ja gut. Ja. Eine Wünschelrute. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Kann ich die hier nicht irgendwie... Nein, aber gut. Okay. Was mal jetzt? Gibt es hier noch irgendwas? Verdammt. Kann ich dem das Pulver nicht schon geben irgendwie? Da, nimm mal. Das Pulver habe ich schon mal. Gut. Ich kann dem nicht geben. Och Mann. Okay. Eine Spritze. Was mache ich denn mit der Spritze? Kann ich damit vielleicht das Wasser... Warte mal. Verdammt. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Lass mich mal was ausprobieren. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber was funktioniert schon in Deponia?
Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Das meintest du also ernst, Rufus? Oh, nee, nee. Das heißt, ich muss irgendwo anders Wasser herkriegen. Ja, nee, also... Wir haben ja auch hier immer noch das Problem mit dem Stier. Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Bringt das jetzt schon? Nee, ne? Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Ja, dann hängst du doch da drüber. Wie, jetzt ernsthaft? Ernsthaft? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Ja, yeah, Mann, Strike! Alter, geil! Okay, dann wollen wir mal. Oha. Gleich nochmal. Was? Warum? Du fliegst eh wieder runter. Gleich nochmal. Er lernt nicht draus, wie er einfach nicht draus lernt. Was mache ich jetzt damit? Kann ich dem das Zeug da abpumpen? Wie sich das anhört. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Hei. Rufus? Stierblut? Check. Beste Szene ever. Alter, okay. Taurin ist dann was? Belebend, alles klar. Okay. Das war mega geil. Lustig vor allem. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Eine energiereiche Flüssigkeit. Ich bin gerade hart am Überlegen. Warte mal. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Ja. Nee. Auch nicht. Bis bald. Rufus. Genau. Ich skipp das jetzt einfach mal weiter, ne? Man muss sich das ja nicht immer antun. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Wie war das mit... Macht Flügel? Nee, verleiht Flügel. Ich sag's nicht, sonst kriege ich ja noch Product Placement unterstellt oder sowas. Na, wisst ihr Bescheid. Aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Warte mal. Espresso? Geschlossenes Fach? Das schreit doch danach, geöffnet zu werden. Kann ich die Tasse nehmen? Die Tasse ist noch leer, mit Betonung. Nachfüllfach. Aha! Das Pulver habe ich schon mal. Kann ich das... Ach so. Aber warum muss ich das dann nochmal in ein Glas reinmachen? Energiereich und klar. Also etwas, was man gut sehen kann und was offensichtlich mit Strom zu tun hat. Wenn ich jetzt mal so nach Rufus-Logik gehe. Oder? Also was mich noch stutzig macht, ist dieser dämliche Feuerlöscher.
Nee, ne? Nee. Nee, da bin ich irgendwie auf dem Holzweg. Verdammt. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Müsste das vom Wassertank sein, oder? Ja. Ja. Das ist so bekloppt. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Das könnte alles heißen. Eine verdreckte Windschutzscheibe. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Indem er seine Geliebte nicht mehr sehen darf. Geliebte in Anführungszeichen, da es ja nur ein Schild ist. Dieses Spiel macht mich fertig. Türklingel. Ich glaube, das bringt aber nichts. So, also das haben wir ja eigentlich schon. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Wieso brodelt das da noch? Wieso brodelt das da noch vor sich hin? Es ist ja nicht klar und es ist nicht energiereich. Und vor allen Dingen, wie kriege ich es da raus? Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Ach, was? Du bist doch sowieso schon... Ja, ist egal. Aber das ist ja alles eigentlich schon erledigt, ne? Hier gibt es irgendwie gar nichts mehr. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen wahrscheinlich ein bisschen doof. Ja, fällt dir früh ein, Rufus. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Gut, hätte sein können. Ich bin verwirrt. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Jippet denn hier noch irgendwas? Ah, hier, Fenster. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Ew. What? Gut, nee. Hat sich ja dann soweit erledigt. Von wegen Arbeit, das ja, kann ja, ich... Ja. Aber die gibt sie mir ich ja nicht, ich brauche ne? dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Ja, ja, ja. Ich muss weg. Ach, das sag aber du... Verdammt, ist das knifflig. Ich stecke hier gerade so ein bisschen fest. Und ich habe mich an dieser Quelle da unten so ein bisschen festgesetzt. Ein Schwamm.
Na, herzlichen Glühstrom, Fanny. Das entdeckst du ja sehr früh. Eieieiei. Moment, habe ich zufällig noch was übersehen? Nein, gut. Oh. Kann ich denn jetzt hier so... Ich will mit Vince... Nein, auch nicht. Okay. Wer weiß. Was mache ich denn jetzt mit dem Schwamm? Was kann der denn so? Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Ach so. Okay, ja. Der hat jetzt ein bisschen gebraucht. Was mache ich denn jetzt mit diesem Schwamm? Ach! Immer diese plötzlichen Erleuchtungen, das kenne ich ja gar nicht von mir. Nein, ich habe mich nicht spoilern lassen. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Ach so, die Lust, ja. Entschuldigung, ich bin leider zu versaut. Aufgrund gewisser Menschen. Es ist nicht meine Schuld. Das läuft ja wieder super. Okay, also hier. Geht das? Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ach so, habe ich jetzt schon. Gut. Ach, ich liebe diese plötzlichen Eingebungen. Es geht doch nichts über plötzliche Geistesblitze. So, verrat mir, wem dieses Schrottauto gehört. Muss das wirklich sein? Ja. Hä? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Schnutzipuh. Wer nennt sich hier Schnutzipuh? Mir käme da jetzt eine Person in den Sinn, aber ob das stimmt? Hallo, Lotti. Du schon wieder? Okay, ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Wem gehört denn diese Schrottlaube? Boah, ist das heftig. Ich weiß es nicht. Wer kann denn schon... Wer ist denn zum Teufel Schnutzipuh? So bekloppte Spitznamen hab ja noch nicht mal ich für irgendwen. Und das will was heißen. Heieiei. Na gut, ich würde sagen, ich überlege mal bis zur nächsten Folge. Und ich hoffe, ich komme drauf. Naja, gut. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Deponia. Bis dahin, bye bye.